Moin Moin Pyros, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test Crackling Bit von Weko. Gibt es jedes Jahr eigentlich bei Teddy und Kick zu kaufen? Hier jetzt in dem Fall von Teddy für 1 Euro die Schachtel, 12 Stück drin. Ich sag mal so, für 1 Euro wahrscheinlich sogar relativ teuer, so meine persönliche Einschätzung. Denn ich denke mal, es wird jetzt nicht wesentlich besser als zum Beispiel ein Knatterball sein. Und deswegen schauen wir einfach mal. Wir testen einfach mal ein paar. Wir haben hier eine Gesamt-NEM von 12 Gramm und es handelt sich hierbei eben, man könnte meinen, um Kugeln, so schaut es ein bisschen aus, aber es sind eher so flach gepresste Crackling-Sätze. Und ja, dann hätte ich gesagt, legen wir einfach mal los, zünden ein paar von dieser Schachtel, 12 Stück drin. Wir legen los, ich wünsche euch recht herzlich viel Spaß beim Test. Crackling-Bit, mal schauen, ob es Crackling oder Knister-Bit ist. Die hast du jetzt vom Teddy, 2019. Ui. Lieblos reingegossen wie eh und je. Ja. War ja auch schon wirklich traurig, so gut wie die früher mal waren. Das ist echt wirklich erbärmlich. Das ist halt wirklich schön leise. Das könnte ich bei mir daheim auch zünden. Ja, vielleicht genau die House Edition. Ja, mach mal alle 9 mal auf Schlag oder halt eben auf der Palette. Wird warm. Das war jetzt ungefähr früher ein ganzer Crackling-Bit. Krass. Also gerade wenn du den Vergleich zu früher hast, muss ich sagen, haben die sich natürlich dann schon echt verschlechtert. Also ist jetzt nicht mehr so der Hammer. Ich meine, Euro ist zwar nicht die Welt, aber ich muss sagen, da würde ich mir lieber einen anderen Artikel mitnehmen für einen Euro. Das sehe ich.